Sonst ein Magiehändler. Mal einfach mal verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Scheiß auf Potions. Wer braucht schon Potions? Ich hab Essen. Ich brauch nur Essen, dann bin ich glücklich. Ich bin nicht fett. Nein. jetzt zur Ausrüstung. Zu den Ausrüstungsgegenstandtypen. Diebstahl. Kann ich den gleichen Leuten immer wieder das gleiche Ja, ich kann den Leuten irgendwie immer wieder das gleiche abziehen, aber irgendwie nur so. Daneben, daneben, daneben. Daneben, daneben. Ich probiere einfach mal erst daneben. Mit Rechtsklick, dann mit Rechtsklick, Linksklick. Daneben. Ich guck mal, ob das einen Unterschied macht. Daneben, daneben, daneben. Irgendwo lief da noch ein zweiter Typ rum, den ich immer bestehlen konnte. Der hat mir dann Essen gegeben. Daneben. Daneben. Okay, der war's nicht. So. Mal das Laufen verkürzen. Daneben. Wir wollen ihn im Moment... Wir wollen ihn im Moment... Moment lieber daneben. Nicht. Wir wollen ihn im Moment daneben. Versuch all den Leuten ihre Sachen zu klauen. Ich bin schon ein Arschloch. Verkaufen. Allein wenn ich den Typen jedes Mal, wenn ich in der Stadt bin, wieder mein ganzes Zeug wieder hier wegtun kann, wäre das schon nice. 7 und 9000. Ich kann... Muss ich das verstehen? Ich brauche meine Inventardinger von Geld. Kann aber auf meinem Bankkonto darf ich fragen, welche Summe ja mein komplettes Geld einzahlen und dann mit Hilfe meines Bankkontos kaufen. Hä? Möglicher Schaden plus 6%, möglicher Schaden plus 4%. Irgendwann kaufe ich mir davon nochmal Zeug. Oh ja, genau. Warte, ich konnte den Schild nicht verkaufen, oder? Ja, ich konnte den Schild nicht verkaufen. Ich kann euch in den Voll... Why you all know want this shield? It's indestructible. Why you know want shield? Ich mag die Gegner nicht. Komm. Portal, Portal. Ja, danke. Oh, Schriftrolle. Das ist doch eine Bodenplatte, Alter. Ja. Oh, Buch, Buch, Buch. Ah, schade. Schon wieder die gleiche Chose. Da ist zu. Brauche ich noch irgendwas anderes für? Buch, Buch, Buch. Erstmal Gegner. Piu, 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 tot. Buch! Nahrung, nice. Benötigt 55 Magie, nicht nice. Kann ich nicht benutzen. Oh. Muscle so sad. Oh. Ja. Stufe hoch. So, jetzt habe ich 25 Vitalität. Piu, 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 piu. Tränke und wieder Doppelnahrung. Doppelnahrung. Na? Ne, ne! Ich, der bewegt sich nicht! Ah, jetzt. Ein Wurfmesser. Ein schlechtes Wurfmesser. Ich hasse dich, Wurfmesser. Das war... Das ist eine Bodenplatte eigentlich gewesen. Mal tun. Sollen haben. Gut. Spielen wir wieder Hebel-Action.
Tot. Hier Lines auf. Hebe 2 auf. Wenigstens brauche ich nur einmal in die Gegend klicken und der geht instant dahin. Das eine, was die in dem Spiel gut gemacht haben. Wegfindung. Knüppel kann ich mitnehmen. Umhang des Anwärters. Niemand brauchte ich. Den Knüppel werde ich auch nicht brauchen. Also nicht wie das. Oder das. Na prima. Gibt's hier unten irgendwas? Das Laboratorium. Doch, da unten ist noch ein... Eigentlich müsste ich hier schon überall gewesen sein. The fuck? Spin to win! Schon. Ah, Schwert brauche ich nicht. Hellebarde. Ain't nobody got time for that. So, ich glaube, jetzt habe ich eigentlich so ziemlich die komplette Gegend hier geschafft. Jetzt ist die Frage, wie komme ich in das scheiß Laboratorium rein? Buch der Pfade. Heilige Schriftrolle. Diesmal ist hier nirgendwo ein Hebel. Das ist natürlich doof. Gut, dann guck ich mal, ob die Leute in der Stadt mir weiterhelfen können. So, Town Folks. Du willst immer noch nicht singen, oder? Mädel. Schriftrolle Sturm. Nahrung. Langsamkeit. Nochmal. Reden mit. Okay, der labert nur, hey, hier Tränke und so. Einen guten Morgen. Einen guten Morgen wünsche ich euch. Kommt rein, kommt nur rein. Alles hier drin wird eine Übernachtung in einem schönen... Nope. Heilung und Neutralisierung. Jupp, die labern mich wirklich nur voll mit ihrem Scheiß. Neue Waffen gibt's wohl nicht. Möglicher Schaden plus 13% Prozent und plus 6% Schaden. Brauche ich nicht. Ich one-shotte sowieso immer noch die meisten Gegner, also von daher. Drak hieß früher einmal Drakil Tanan. Als er noch ein einfacher Mönch, der Kalibar war. Doch sein glühender Ehrgeiz hat ihn dazu verführt, sich der gefährlichsten Form der schwarzen Magie zu verschreiben, der Totenbeschwörung. Als sein Abt seine schrecklichen Experimente entdeckte, wurde er sofort aus dem Orden verbannt. Schon ein bisschen Vorgeschichte zu dem Hauptbösewicht, ey. Seid willkommen. Okay, das ist einfach nur, was ich damals schon mit den Leuten gelabert habe. Das ist die Frage. Ich habe eine heilige Schriftrolle und die verdammte, das Buch der Pfade. Das Dorf. Ich muss gucken, ob da jemand was weiß. Sonst muss ich den Part sein lassen kann. Part lassen und dann ihr zu Hause gucken. Ja. Ich habe es nur euch zu. Ich glaube, die haben nur ihre dämlichen Dankesreden. Guten Morgen wünsche. Einen guten Morgen wünsche. Oder sie wünschen einfach nur einen guten Morgen. Wir haben zwar hier schon Mittag, aber egal. Daneben. Ja,
Mit Rechtsklick kann ich das auch machen. Jupp, jupp. Das geht so auch. So, beim Dorf waren wir. Ja, die alte Hexe vielleicht noch was zu labern. Sonst muss ich wirklich gucken, ob ich irgendwas mit meinen Büchern oder was auch immer da anfangen kann. Ja, sonst kann ich eigentlich nichts machen. Was denn? Kann die Hexe gar nicht ausrauben? Ist ja schade. Norden, Ebene 5, Ebene 1, Einhorn. Einhorn! Vielleicht kann ich da irgendwas machen. In der Zeit mal so. So, zack. Tada! Plus eine Schadenstufe. Laufen wir weiter zum Einhorn, danke. Da ist es. Ah ja, genau da, mit der Fee muss ich glaube ich reden. Wer macht mir wohl den... Wer holt mir wohl den Schalter? Wer macht den Schalter runter? Wer wohl? Der Fee! Ich bekomme Hunger. Nein, kommst du nicht. Dum 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 dum. Der Hebel. So, dafür brauchen wir jetzt die Fee. Nein, Fee, du sollst... Verdammt, ey. Vielleicht mal Identifikation daraus tun. Funktioniert auch nicht. Fee, mach mir die verdammte Tür auf. Okay, die Fee kann ich auf jeden Fall nicht equippen. So viel steht schon mal fest. Ach warte, ich kann hier noch einfach ja, gar keinen Spruch reintun. Ah, sag doch! Ich könnte durch das Tor schlüpfen und den Hebel bewegen, wenn ihr wollt. Will ich! Ach so, jetzt sag ich, ich muss die Fee auf das Tor anwenden. Ja, nee, ist klar, nicht auf den Hebel, aber auf das Tor. Muss mal alles mitnehmen, was hier rauskommt. So, der Bogen. Ist eigentlich genau der Bogen, den ich habe. Mal gucken, wie viel... Wo habe ich den Bogen jetzt hingeschmissen? Da. 23 von 30. Hm. Nope. Jetzt hätte ich ja vielleicht den Bogen austauschen können. Eingang zu Ebene 7. Dann dürfte ich aber, meine ich, gleich noch einen Boss bekämpfen, weil ich meine, ich hatte das nämlich schon mal mit dem Einhorn und gleich kommt der Zauberer. Ich glaube es. Das Laboratorium. Oh. Mann auffüllen. Da. Mein Portal steht sogar auch noch. Nice. Kann ich gleich einfach wieder mit zurückgehen. Alles klar, dann. Spiel gespeichert. Spiel speichern, Heilung auswählen. Ja, du bist so fett, du Fee, ne? Ja, da ist er noch. Für Zauberer benutzt du aber irgendwie... Für einen Hexer benutzt du irgendwie aber gar keine Zaubersprüche, mein Freund. Hm? Wo ist denn das Vibe jetzt hin? Hallo?
Ach, da oben. Während Felder mich in seiner Tasche rumgeschleppt hat, konnte ich den Schlüssel zu dem Vorhängeschloss stehlen. Hier. In seiner Tasche. Alter, du warst da 10 Sekunden in einem Glas drin. Seriously. Ach, und das ist wahrscheinlich der Hebel, der die Tür auf und zu macht. Kann ich den betätigen? Nö. Gut, dann einmal bitte zu meinem magischen Portal. Und durch. Stadt verlassen. Ein Schlüssel. Beste Beschreibung ever. Das Einhorn. Lauf, Forrest, lauf! Das war jetzt mal ein bisschen Audio-Bug, ne? Ich weiß gar nicht, ob die beiden Ebenen immer zusammen sind. Hey, hallo Fee! Benutzt den Schlüssel! Benutzt den Schlüssel! Das Schloss ist fest verschlossen. Oh, ich muss mal nicht alles anklicken. Düm, 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 düm. Kleine Frage. Du winzige Fee, wie kannst du so einen fetten Kristall rum mit dir rumtragen? Der ist größer als du selber. Hä? Hallo, Mr. Einhorn. Was geht? Ah, ich habe eine bessere Idee. Nach Norden. Wir haben jetzt hier die ersten 8 von, ich glaube, 32 Ebenen oder so geschafft. So, hier geht es nach Norden. Machen wir ein Magieportal auf. Hihi, jetzt mal noch eine Runde beklauen. Und rüsten uns vor. Daneben. Ich habe schon gemerkt, wenn ich die... Daneben. Wenn ich die Leute beklauen kann, dann passiert das direkt beim ersten Mal. Daneben. Wenn nicht funktioniert, dann funktioniert nicht. Verkaufen. Ernsthaft? Er ist verzaubert für so wenig. Ne, gibt noch nichts Neues. Dann einfach nur mal wieder reparieren. Ja, dem Konto habe ich direkt was abgezogen. Und dir? Daneben. Kann ich nicht. Einen guten Morgen, Wind. Einfach den Leuten das ganze Zeug aus der Tasche abziehen. Boah, ein Gold, Alter. Übertreib nicht, Digga. Overkill, ey. Ein Gold. Upp. Möglicher Schaden. Giftresistenz, ein bisschen zum Leben. Noch nicht wirklich, was ich finde, was sich lohnt zu kaufen. Beziehungsweise mein ganzes Geld dafür wegzuschmeißen. Und wie das Audio leckt, Alter. Darf ich fragen, welche Summe ja. So, magisches Portal bitte wieder. Ah ne, nope. Meine Steinsammlung muss vervollständigt werden. So weiter geht, glaube ich, hier mit immer mehr Items durch die Gegend. Ob ich das Schild des Lichts überhaupt mal irgendwann brauche? Keine Ahnung, ich werde es nachgucken. Wenn ich es brauche, werde ich es noch wegschmeißen. Wenn ich es nicht wegschmeißen, wenn nicht, dann nehme ich es mit. Und ich mache hier mal wieder Session Ende. Das geht ja so immer schön im Stundenrhythmus. Dann würde ich mal sagen, noch, wie viel? Hiernach noch 4-5 Stunden, dann dürfte der Darkstorm fertig sein. Oh, tragisch. Aber man sieht sich, Leute. Bis denne.